Sie sind das Auswandererpaar, das Goodbye Deutschland mit am längsten begleitet. Und ihre Liebe zueinander stand nie in Frage. Doch seit Tagen ist Katrin Mermi-Schmelz nur am Weinen, um ihren Tommy, Freundin Susi, versucht zu trösten. Wir wollen ja nicht den Teufel auch an die Wand malen, um Gottes Willen. Wir hoffen ja immer das Beste. Ja, genau. Aber dadurch, dass die Schübe immer kürzer werden bei ihm, ist das natürlich klar, hat man auch andere Gedanken dann im Kopf, ne? Und auch die muss man sich leider Gottes auch so ein bisschen vorbereiten, ne? Wie es weitergeht jetzt hier. Ja, einfach alles so ein bisschen. Ja. Tommy liegt im Krankenhaus in Palma. Es geht ihm gar nicht gut. Dabei dachte Katrin noch vor ein paar Tagen, eine sorgenfreie Zeit mit Tommy vor sich zu haben. Die beiden gingen auf Kreuzfahrt. Wir sind ganz normal nach Gran Canaria geflogen, um dort auf die AIDA zu steigen. Und ja, haben dann eingeschifft, hatten dann im Endeffekt einen Tag an Bord, sind dann um 22 Uhr abgelegt. Tommy ging es aber schon nicht so gut, er ist auf der Kabine geblieben. Und ja, am nächsten Morgen hatten wir Seetag auf dem Weg nach Madeira. Und da ging es dem Tommy dann so schlecht, dass er für sich von sich aus gesagt hat, er geht mal zum Doktor ins Board Hospital. Ja, und da ist er dann leider nicht mehr zurückgekommen. Da haben sie ihn dann gleich auf die Intensivstation gepackt und gemeint, er müsste da bleiben. Und am nächsten Morgen, wenn wir in Madeira einlaufen, wird er sofort ins Krankenhaus verlegt. Die große Liebe auf der Intensivstation und Mallorca-Auswanderin Katrin ganz allein auf einer fremden Insel. In ihrer Not wendet sich die Kellnerin ans Goodbye Deutschland-Team. Der liegt immer noch in der Observation, also der ist noch nicht auf Station, nichts, gar nichts. Die warten auf einen Termin, auf ein freies Bett oder was weiß ich, in der inneren Medizin. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauern wird hier. Ich hocke hier alleine. In der Klinik auf Madeira raten die Ärzte, nach einer Reihe von Untersuchungen so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen, solange Tommy noch transportfähig ist. Das wäre wirklich sehr ernst und er hätte ganz viel Wasser im Bauch und die Organe arbeiten nicht richtig. Also Bauchspeicheldrüse wussten wir ja sowieso. Das hat er ja schon seit Brasilien, da wurde das ja diagnostiziert. Ja, die Nieren und die Leber machen jetzt auch nicht mehr richtig mit. Tommy soll sofort nach Mallorca. Doch Katrin hat kein Geld für die Rückflüge. Die Goodbye Deutschland-Redaktion beschließt, Katrin und Tommy nach Mallorca auszufliegen. Seit ein paar Tagen ist Katrin nun zurück. Tommy liegt auf der Intensivstation in Palma. Freundin Susi hat das ganze Drama miterlebt. Sie war ja, das ja gar nicht zurechnungsfähig, richtig, würde ich das schon beschreiben. Ne? Sie hat mich von der AIDA aus angerufen. Sie kam ja 2 Tage gar nicht mehr aus dem Weinen raus. Und das ist grauenvoll für jemanden, ganz alleine dastehen zu müssen, auf einer Insel, die du gar nicht kennst, die Sprache nicht beherrscht. Das war, ich konnte mich so in ihre Lage hineinversetzen. Das ist so, das ist schlimm. Grauenvoll, das wünscht man keinen. Katrin und Tommy sind zwar jetzt zurück auf Mallorca, aber das Zittern geht weiter. Also er ist sehr schwach und jetzt müssen wir halt versuchen, mit Tabletten das Wasser rauszukriegen und gucken, dass die Organe sich wieder erholen. Und ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass er mir fast von der Schippe gehüpft wäre hier. Das wäre jetzt im Endeffekt schon das 3. Mal. Wo er mir so Angst macht. Und du hast natürlich Angst, deinen Partner zu verlieren. Weil die Intervalle zwischen den schlechten Phasen, die er hat, werden halt immer kürzer. Erst vor 1 Jahr hatte Katrin Todesangst um ihren Mann. Damals arbeiten die Auswanderer in der Wintersaison in Österreich, als Tommy plötzlich in die Notaufnahme eingeliefert werden musste. Mit Verdacht auf eine geschwollene Aorta.
Nach vielen Untersuchungen gaben die Ärzte Entwarnung und die Mermi Schmelzes konnten aufatmen. Da war ich mir natürlich wieder mal ein Stein vom Herzen gefallen. Und wie gesagt, ich denke immer, die Ärzte wollen mich gerade irgendwie nervlich fertig machen. Weil das ist echt kein Spaß. Ey. Das ging 2 Wochen her und ich lag wirklich schon wieder bloß rum. Oh, aber Gott sei Dank hat er mir ja bloß wieder in Schrecken eingejagt hier, der Kerle. Und schwitzt alles. Gut soweit, Gott sei Dank. Doch nun ist Tommy wieder erkrankt. Vielleicht sogar lebensbedrohlich. Und Katrin kann wieder nur hoffen.